so. Naja, also wie gesagt, nicht aufgeben, immer weiterspielen. Meine Startern jetzt sieht ja gar nicht so schlecht aus. Schön viel niedrige Karten. Gewitterstürmer vorhand. Jetzt noch der Verteidiger. Was kann es denn Schöneres geben? Wetter ist schön. Bei uns zumindest. Jetzt wird er wieder hochgeheilt. Gleich lege ich noch mein Totem dazu. Eventuell nochmal mein Windzorn. So, was machen wir nun? Stellt das volle Leben eines Dieners wieder her und gibt den Sport her. So, wie viel Leben haben wir denn? Also das klappt so nicht ganz, wie ich es machen wollte. Ach, das ist jetzt aber doof irgendwie. Ich könnte den zum Schweigen bringen, den einfach übergehen. Und ihn mich angreifen lassen. Ja. Das werde ich auch machen. Jo. Und ins Gesicht. Es kann nie schaden, ins Gesicht zu geben. Jetzt steht er nämlich unter Druck, muss meine Diener wegmachen. Mein Golem kommt auch nochmal wieder. Das ist nur ein Totem. Ich habe auch noch einmal Windzorn. Okay, mein Totem wird also nächste Runde nicht mehr da sein. Jetzt muss ich sehen, wie viel Schaden ich machen kann. Ich habe jetzt auf der Hand 4, 8 plus 3 sind 11 Schaden. Ich könnte aber den 4er zweimal draufschlagen lassen. Das heißt, ich mache 15 Schaden. Und damit steht's 3 zu 1. Perfekt. So muss es sein, so ist es gut. Nur schade, dass ich mit dem Charmi spiele, da bin ich schon Level 60. 3 zu 1. So, jetzt muss ich nochmal eben nach Gegnern gucken. Kann ja nicht sein, dass das Ergebnis immer noch nicht eingetragen ist. Ne, haben immer noch nicht mal ein Ergebnis eingetragen. Also ich meine, ich würde es ja verstehen, wenn es noch nicht angenommen ist, ne? Dann würde ich eben warten, aber wenn es noch nicht mal eingetragen ist, dann spielen wir eine neue Arena-Runde. Ganz klar. Ha! Ich lade demnächst noch eine Arena-Runde hoch, da habe ich 6-3 gespielt. Und am Ende habe ich die Karten aufgedeckt und ich hatte Ned Pagel da drin. Ich hatte den ja mal Gold, den habe ich aber gedisst für einen anderen Legendary. Ich weiß gar nicht, für dich, glaube für den Krieger. Gegen Gorosch. Ja, kann sein. Und perfekte Starthand. Und ja, jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich Ned Pagel überhaupt noch einbaue. Das wird aber die Zeit zeigen. Ich empfehle euch sowieso, nie eine Legendary zu entzaubern. Also in meinem Fall war es ja eine goldene für eine andere. Aber sonst, irgendwann werden sie vielleicht mal gebufft oder passen halt in euer Spielstil rein und naja, dann braucht ihr sie. Und dann denkt ihr, oh Mann, die hatte ich ja schon mal. So, Totem ist natürlich auch perfekt.
So, nochmal eben zur Verzögerung. Ich kann euch gleich ganz genau sagen, wie lange die Verzögerung ist. Ich habe den Stream nebenbei auf. Wenn ich gleich einen Move mache, dann... Jo, sag ich euch Bescheid. So, die Verzögerungen sind ziemlich genau 20 Sekunden. Wobei ich auch kein Freund von Verzögerungen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade jetzt so, wenn man ein bisschen daddelt, ein paar Arena-Runden spielt. Jawoll, mein Gegner will nichts machen. Oder trollt mich übelst. Ja, so ist es. Bam. So, jetzt muss ich sehen, dass ich das Spiel schnell durchkriege. Ich hätte natürlich auch nichts gegen einen Freerun, ganz ehrlich gesagt. Nach dem ganzen Stress die ganze Zeit. So, weiter geht's. Gleich werde ich natürlich das Totem in die Mitte legen. Mehr Mana habe ich eh nicht. Ins Gesicht und weiter geht's. Gesicht und nochmal ins Gesicht. Ist die Frage, ob es klug ist, noch mehr Totems zu ziehen. 8 Schaden, 12 Schaden mache ich nächste Runde. Ne, ich mach's gar mehr. Nächste Runde habe ich gewonnen. Und wenn es so ist, steht 4:1. Und ich habe immer noch keine Match-Anfrage bekommen in der ESL. Mann, Mann, ey. Jetzt ist der Kappa online und jetzt trödeln meine Gegner so. Naja, who cares. Wir haben Spaß in der Arena. Und es steht 4:1. Ich guck nochmal schnell, ob meine Gegner Ergebnis eingetragen haben. Jawohl, Ergebnis steht fest, Gegner steht fest, angenommen ist es auch. Super. Dann spielen wir jetzt natürlich ESL, aber die Arena, verspreche ich, machen wir noch zu Ende. Gegner hinzufügen, Battletag, bam. Wollte ich machen. Also, ich wollte die Arena-Score ausstellen und die Info ändern. ESL Cup. So. Hi, schreibt er. Hi. Ready? So, Tim, vielleicht fliege ich jetzt auch direkt raus. Dann wird heute geladdert und Arena gespielt. Hauptsächlich geladdert. Er ist Level 7, ich fordere ihn heraus, mal sehen. Aber ich habe ja letztens im Cup auch gegen 2er, 3er und 4er
gewonnen, bis mich dann der Legendary-Spieler auf Rang 6 rausgehauen hat. Oder 9. Hallo? Er meint noch 2 Minuten, die geben wir ihn auch. Also wie ich eben schon sagte, ich werde das nächste Mal Facebook, Twitter, Foren und so benutzen, um den Livestream anzukündigen. Die ersten 2 Male jetzt, wo ich es gemacht habe, oder das 3. Mal ist es jetzt ja, liefen ja soweit ganz gut. Letztes Mal habe ich es sogar geschafft, den aufzunehmen und nochmal hochzuladen. Beziehungsweise Twitch hat den aufgenommen und ich habe ihn von Twitch runtergeladen und nochmal hochgeladen. Naja, egal. Dann sollte dem nächste Woche eigentlich nichts im Wege stehen. Oh Mann, wie ich Warten nicht so toll finde. Dann hätten wir auch nochmal Arena spielen können. 40 Packungen. Tja, so ist es. Dann überbrücken wir mal die Langeweile und holen uns 2 Packungen. Haha, ihr könnt mein Passwort nicht sehen. Wenn ich Pech habe, gibt es 80 Staub, weil dann ist genau das Minimum, was rauskommen kann. Und wenn ich Glück habe, habe ich Legendaries. Ah, ne, episch ist ja schon mal gut. Pyroschlag habe ich schon. Ist auf jeden Fall schon mal 100 Staub zusätzlich. Perfekt. Und nochmal. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die schon zweimal habe. Die habe ich nämlich erst einmal jetzt. Okay. 170 Staub, auch gut. Und ready. Ja, die 2 Euro. Aber recht hast du ja. Wobei der Stream an sich läuft echt gut. Also. Bis auf die HK natürlich, ne? Ich bräuchte eher eine neue Internetleitung. Jetzt fragt er mich, ob ich ready bin und dann? Brauche ich noch eine halbe Stunde oder was? Hat die Herausforderung abgelehnt. Okay. Wir fangen an mit dem Control Warrior. Mein Rechner ist an sich ja nicht schlecht, nur. Also, was heißt nicht schlecht? Also, ich kann Battlefield halt mit vollen Details spielen und so.
Ja, das Aussetzen von letzter Woche war auf jeden Fall mein Rechner. Ja, das stimmt schon. Nur, also 3000er habe ich, da habe ich mich versprochen. Also ich habe auf jeden Fall eine 30.000er Leitung. Wobei der Downstream nicht das Problem ist. Ja, Fokus ist richtig. Okay, er holt schon mal ein Seelenfeuer raus. Okay, er wird. Ist ja verdammt doof, so viel Schaden am Anfang wegzumachen. Ja. Eigentlich. Muss er weg. Ich hasse den Hexer. Ich habe ja auch so einen Hexer gemacht. So, endlich hinrichten, das ist ja schon mal sehr gut. Ins Gesicht. Ins Gesicht. Und Board ist geklärt. Also dieser, ja, also die Kombi ist echt kacke. Also, ja, vier Schaden wegzumachen ist halt auch nicht so leicht. Also. Ich werde jetzt immer meine Waffe opfern. Naja, was soll ich machen? Jetzt bekommt er noch ein Leben dazu. Tja. Aber ich habe auch kein Scharmützel oder so. Das wäre natürlich schlecht, wenn es jetzt kommen würde. Okay. Ja, damit war's das. 0-1 Schütz.
Okay, doch noch nicht. Mann, dieser Hexer ist so nervend. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ja, wie gesagt, ich habe den Hexer auch. Okay, jetzt die Frage, wie reagieren wir da drauf? Viel Flächenschaden ist die Antwort. Okay, Druid ist auch nicht so verkehrt. Ist okay. Eure Zeit ist gekommen. Alle drei Karten weg. Okay, einigermaßen gute Karten wiedergekommen. Ein bisschen Verhexung, aber naja, da hatte ich eh überlegt, ob ich die behalte. Aber so ist gut. Falsches Deck. Beiden Wölfe raus. Jetzt auf seinen Helden. Ah, auch gut. Okay, Totem. Und jetzt auf ihn. Jawohl, nice. Bisschen Glück gehört ja auch da immer dazu. Aber 50-50 ist eigentlich kein Glück. Harrison Jones. Die Frage ist, können wir ihn gebrauchen später oder nicht? Ich sag nein. Aber der Yeti, der muss weg. Ganz einfach. Totem 10 auf seinen Diener. Und wieder ins Gesicht. Nächste Runde haben wir 4 Mana. Meine Verhexung möchte ich mir eigentlich aufbewahren für... ja, für so eine Karte oder nachher für den 8-8er. Hast du die Erden gerade gemacht? Ich weiß nicht, ob ich die Karte benutzen würde. Ich habe jetzt ja so ein... eigentlich habe ich jetzt so einen Kartenvorteil, wenn ich das jetzt noch verliere. Joa, dann zweifle ich selbst an meinem Skill, den ich nicht habe. So, komm, richtiges Totem. Nein, falsches Totem. Egal, das muss, der muss weg. So, nächste Runde haben wir 6. Wir könnten den Bluthof spielen oder aber auch das Feuerlimiter. Wo soll ich zuschlagen? Ich würde einen Spotter draus machen, das ist okay.
Ja, jetzt die Sache mit der Verhexung. Ich könnte die Verhexung spielen, dann noch einen Akolyten. Ja. Eigentlich sehe ich uns ein bisschen weiter vorne. Nur die Sache ist nachher mit seinen Spottern, also. Okay, jetzt zieht er zwei Karten. Was auch dringend notwendig war, aber. Ist halt eine Runde raus. Okay, den Spotter hätten wir schon mal ausgeschaltet. Dann. Haben wir jetzt 8 Mana. Was machen wir damit, ist die Frage. Wir könnten den Jongleur legen. Und ein Feuerelementar. Und auf ihn gehen. Vorher greifen wir ihn aber nochmal an. Ziehen eine Karte. Eine gute Karte. Jongleur. Elementar. Und auf ihn. Okay. Jetzt ist die Sache, jetzt wird er nochmal geheilt. Ich muss das Land bewachen. Okay. Okay. Das hätte ich an seiner Stelle vielleicht auch gemacht. Nur muss ich ja sagen, läuft ihm ja so ein bisschen naja, also ich habe jetzt 9 Mana. Eigentlich wollte ich gerne mal den Bluthuf rausspielen. Das kann ich jetzt aber eigentlich nicht machen, weil ich den Feuerlimiter jetzt legen werde. Oder? Wenn ich jetzt mit dem Feuerelementar seinen Golem weghaue, ist er tot. Dann habe ich noch 4 Mana, nicht? Ne, 3. So. Und jetzt spiele ich meine Spotter. Und greife noch nicht mit meinem Akolyten wieder an, weil ich einmal noch den hochheilen werde. So, 9 Mana. Er könnte jetzt natürlich seine Spotter legen. Wobei, wenn jetzt ein 8-8er kommt, kann ich ihn auch weghauen. Hat er den nicht schon 3. Mal jetzt schon gelegt? Egal. Ja, warte, nämlich auch seinen Bluthof. Den kann ich gleich zum Schweigen bringen. Perfekt. 6, 7, 8 Mana brauche ich insgesamt für den Move. Ich werde. Meinen. Ja, Erdelementar legen, seht ihr ja. Den Bluthof bringe ich zum Schweigen. Und mein Erdelementar bekommt auch nochmal Geist der. Ahnen. Das bedeutet, ich kann den einfach so wegnehmen. Ich kann hier einmal gefahrlos rausschlagen und eine Karte ziehen. Und ich kann auf den schlagen und eine Karte ziehen. Und alle werden nochmal geheilt und sind glücklich. Und sterben irgendwann erst zum Schluss.